Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Project Zomboid. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Also klar, ich weiß schon, was ich zuletzt aufgenommen habe, aber ansonsten bin ich so ziemlich raus. Wenn ich bin, ich glaube, ich war noch auf der Suche nach diesem Buch hier und nach diesen Büchern in Zukunft. Und mal schauen, was wir noch so alles haben. Kein Salat mehr hier drin? Hab ich noch welchen im Inventar? Einen habe ich noch. Hauen wir doch gleich mal einen rein. Und dann kochen wir gleich neun. Kochen relativ, ich weiß. So. Erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Weil es macht. Es ist ein deutlicher Unterschied, ob ihr da hier ein Spiel auf Langlebigkeit spielt oder ob er einfach nur ein Spiel spielt, in dem er einfach nur so Mist macht, so wie mich im letzten die letzten paar Mal. Also irgendwelche Herausforderungen, bei denen von vornherein klar ist, dass ich drauf gehen werde. Oder einfach in sich reinschaufelt, was nur irgend geht. Das ist ja auch wieder was, eine ganz andere Hausnummer. So, das Gute ist allerdings jetzt. Haben wir frisches Wasser? Irgendjemand hat mir gesagt, ich sollte doch im Drinnen eine Tonne auffüllen. Kann ich vielleicht mal demnächst machen. Ich weiß bloß nicht, ob die dann nicht doch schlecht wird. Keine Ahnung. Gute ist, ich muss natürlich jetzt hier nichts mehr machen. Das ist übrigens der Grund, warum ihr Karotten irgendwo in dem Gebäude im Inneren nutzen solltet. Wo ist denn eigentlich mein Zombie drin? War der hier? Nee. Boah, habe ich viel Zeug hier. Ich will wissen, ob diese. Wenn diese Leiche irgendwann mal weg ist, dann werde ich auf jeden Fall mehr Leichen reinpacken. Und ich weiß jetzt mittlerweile, dass man Werkzeuge nicht endlos reparieren kann. Aber solange ich noch sowas hier finde, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, solange man noch Waffen bei den Gegnern findet, ist das alles nur halb so wild. Die ist zwar schon ein bisschen angeschlagen. Dann nehme ich doch erstmal die mehr verletzt, mehr beschädigt ist. Gibt es hier noch irgendwas, was sich zu klauen lohnt? Naja. Wahrscheinlich nicht. Ich muss eigentlich hier unten weitermachen. War ich glaube überall schon. Sieht zwar nicht so aus, aber ich glaube, ich klaue auch nicht mehr alles. Ah, okay, das ist so ein Schrank. Sieht aber verdammt danach aus, als ob ich schon mal war. Yep. Warte mal, ich wollte mal gucken, wie wir in so ein Regal reinpasst. Da passen nur 10 rein, okay. Also macht es mehr Sinn, die Kisten übereinander zu stapeln. Ist so viel schöner, wenn er nicht alles voll ist mit Gegnern. Also kochen werden wir bald. Alter, was zur Hölle? Scheiße, jetzt habe ich echt nicht aufgepasst. Weil meine Katze mich gerade abschleckt. Mit ein bisschen Glück bin ich nicht infiziert. Aber wie ich mein Glück kenne, bin ich es. Okay, wenigstens die Schmerzen sind erträglich. Ich mach trotzdem mal weiter.
Ja, leg dich ruhig auf. Ja, massier auf meinem Arm, das macht richtig Spaß. Mach ruhig weiter, Katze. Kratz ruhig dahin, wo ich mich vorhin mit der Brechstange verletzt habe. Ich habe beide eine Arterie aufgerissen vorhin und da massiert meine Katze jetzt drauf rum. Das macht Spaß. Weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Bestimmt. Okay, so kriege ich eigentlich Schleichen dazu, wenn sie mich nicht entdecken. Soll ich vielleicht mal ein bisschen versuchen? Macht mehr Schaden. Naja. Ich bring dich schon noch um, keine Angst. Ich bring euch alle um. Nein. Ein Seil, das nehme ich, was ist das? Das werde ich nicht mitnehmen, das ist mir einfach scheiße. Das ist einfach nur scheiße schwer. Feuerzeuge sind unbezahlbar. Meisterbuch. Meine Elektrotechnik bringt mir nicht viel, aber trotzdem. Den nehme ich auch mal mit. Legel dürfen auch nicht stehen bleiben. Und warum packe ich alles da rein und nicht da rein? Danke. Nehmen wir auch mal mit, die Seife ist wichtig. Ich hoffe echt, dass wir jetzt nicht infiziert sind. Habe ich bereits gelesen. Das werde ich auch mal brauchen. So. Schön viel verrottete Sachen. Oh, die schöne Pizza. Danke. Danke, danke, danke. Und ich werde trotzdem die endlos haltbare Nahrung nicht aufbrauchen. Die wollte ich gar nicht. Die packe ich gleich wieder zurück. Wie schwer bin ich denn? Ich bin ziemlich schwer, glaube ich. Essig, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ach, eine Schüssel wollte ich zurückpacken. Davon habe ich mehr als genug. Den Müllsack kann ich gebrauchen, das kriege ich nicht mehr rein. Ich bin nicht so voll wie erwartet. Also dieser Rucksack ist echt Gold wert. Ich weiß, ich könnte auch mit dem Auto herumfahren, aber... Was? Der ist noch am Leben? Okay, dann essen wir doch erstmal... Lass mich in Ruhe. Ich will das fertig essen. Oh, danke. Sehr nett von dir. Und durch den Stärkeboost kann ich jetzt gleich noch ein bisschen, kann ich noch kurz rennen. Solange wir ihn haben, sollten wir ihn ausnutzen. Auch kampfmäßig.
Also Laufen läuft auch schon echt gut, muss ich sagen. Oh, es ist 11. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt keine Infektion haben, weil ein Kratzer ist halt nicht so schlimm. Okay, haben wir denn das ganze vergammelte Essen hier irgendwo? Also, es ist echt so ärgerlich. Das sind so tolle Sachen, die man hier eigentlich findet. Ein ganzer Schinken, ein ganzes Kilo, aber die kennen wir ja alle schon. Diese ganzen Sachen hier. Ich muss mich nur erinnern, welche Kiste ich noch nicht voll hatte. Vielleicht die hier. Eiscreme wird ja auch nicht schlecht, von daher kann ich da reinpacken. Und die Chips. Und diese Fertiggerichte werden irgendwie auch nicht schlecht, das wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich dann anfange zu essen. Sollte ich in die Nahrungskrise kommen. Medizinischer Bedarf auf jeden Fall. So, dann fangen wir mal an, hier alles wieder zu legen. Ich noch mehr zum Zerlegen? Eine Uhr. Hier noch was zum Zerlegen? Das kann ich gut zerlegen. Sehr schön, die Streichhölzer und alles kommt hier rein wieder. Da ist noch das Saatgut, da kann es auch bleiben. Streichhölzer. Essig müsste eigentlich zu meinen Lebensmitteln. Wasserflaschen sind kein Lebensmittel, möchte ich nochmal erwähnen. Feuerzeug kann da rein. Das kann da rein. Habe ich das jetzt umgepackt? Ja. Wieso kann ich eigentlich nichts kochen? Ah, wahrscheinlich jetzt erst. Ah ja, das ist besser. Bärensalat aus zwei verschiedenen Bären, das macht nicht glücklich, aber satt. Hey, unsere Müdigkeit ist weg. Oh, kann ich mit Doppelklick auch? Ah, das ist neu. Also für mich neu. Ah, macht uns unglücklich. Aber man braucht mindestens drei. Drei unterschiedliche Lebensmittel. Sonst ist das nicht so schön. Verstehe ich gar nicht. Was war ja eigentlich alles drin? Batterien und Co. Elektroschrott. Und das kann da rein. Und das kann da rein. Und das kann da rein. Hier war Alu. Hier kommt's Alu rein und das Kabel.
Ah, ich muss sagen, das macht irgendwie viel, viel mehr Spaß. Dieser Kampf ums Überleben. Mir zumindest. Keine Ahnung, was euch Spaß macht. Ist mir aber auch egal, denn das ist mein Kanal und ich mache hier, was ich will. Da kann das Seil rein, da kann das rein. Den kann man da reinpacken. Die Axt passt da auch noch rein wieder. Und das, die Bücher. Habe ich die hier mit reingepackt irgendwo? Ah, jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Ach, ich pack den Scheiß jetzt auf den Boden. Ruhen wir uns auch ein bisschen aus. Sehr schön. Bisher haben wir noch keine Infektion. Das spricht schon mal für uns. Aber genau weiß ich leider erst am nächsten Tag. Wie geht's unserer Bandage? Ist immer noch sauber, das ist schön. Die verdrecken halt mit der Zeit, das ist ärgerlich. Erstmal kein neuer gespawnt, da ist ein neuer. Sie war tot, bevor sie den Boden berührt hat. So, ich habe vergessen, in welchem Haus ich war. Ich glaube, aber zwei hier unten. Nach und nach werden wir die Welt von den Zombies. Ui, der hat mich gehört, glaube ich. Nach und nach werden wir die Welt von den Zombies befreien. Und wenn es ein ganzes Leben dauert. Ein bisschen älter. Nichts, was mir was bringt. Hä? Das Ganze habe ich gerade geöffnet. Habe ich gerade von da drüben die Tür zugemacht? Interessant. Ich habe durch die Tür eine andere Tür geschlossen. Macht das erstmal nach, Leute. So, es ist nichts, was ich in dem Spiel brauche. Im echten Leben würde ich mich über die Zahnbürsten, glaube ich, mega freuen. Und ehrlich gesagt, ein fauler Zahn ist nicht zu unterschätzen von der Gefährlichkeit, wenn ich ehrlich bin. No Mist. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ui! Die habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das hätte jetzt mal richtig in die Hose gehen können. Aber da ist nichts, was mir was bringt. Gibt's tatsächlich noch Zombies, die Türen einschlagen? Wo kommst denn du her? Gut gemacht. Das ist dein Preis. Ernsthaft? Tja, ich bin dann mal weg.
Hier sollte ich erstmal ruhig so sicher sein. Mit. Habe ich glaube ich auch schon. Ah, schade. Ich bräuchte Meister. Hä? Noch jemand und ein Ticket. Und ich finde es immer noch merkwürdig, dass es keinen Strom gibt, aber die Alarmanlagen funktionieren. Oh, ist das, ist aber kein Safehouse, oder? Da ich nicht weiß, was dieses Jack ist, nehme ich es natürlich auch nicht mit. Batterien und Farben brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh, endlich ein Vorschlaghammer! Ich weiß, der ist nicht so gut, aber kann ich dann nach hinten probieren, ob ich damit was aufknacken kann, was Besonderes. Nicht jetzt, mehr ist hier nicht. Ich fürchte, das haben sie gehört. Die Schlaftabletten brauche ich im Winter. Die brauche ich im Sommer. Die werden wir alle zerlegen. Nur Müll. Bleichmittel, Schlaftabletten, Schmerzpillen und Seife. Aber ich würde mich echt mal über ein Buch freuen, das mir was mich weiterbringt. Experten hatte ich, also das war ich schon, ja. Ah, gutes Hühnchen. Auch das Feuerzeug wird mir wieder gefallen. Das braucht man, braucht man, braucht man. Das braucht man nicht unbedingt, aber es ist gut, dass ich es habe. Okay, jetzt habe ich 19 Kilo bei mir. Das ist viel zu viel. Aber so wird das wieder was. Ja, ich habe ein bisschen zu viel Gewicht. Ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht dass ich jetzt möglichst schnell nach Hause komme. Denn ich werde jetzt relativ schnell nass werden. Und müde, wie es aussieht, auch. Gut, jetzt dürfte nicht mehr so viel passieren. Das heißt, wir packen schnell alles weg, was wir wegpacken können, und dann können wir auch schon fast ins Bett gehen.
Echt ein Jammer, was das für Lebensmittel sind. Ich hätte anfangs so reinhauen sollen. Hab ich aber nicht gemacht. Ich glaube, ich zerlege erstmal alles. Hab ich noch mehr zum Zerlegen? Ja. 3 Radios zum Zerlegen. Achso, die müssen das. Muss das ausgepackt werden, dann. Dann kann es zerlegt werden. Ich glaube, wir machen es schlimmer. Dieser Vorschlaghammer wiegt halt unglaublich viel. So, die kann da rein. Ich brauche mehr Sachen. Ich brauche Nägel, ich brauche einen Hammer. Nägel. Ein Hammer, eine Säge. Ach, ich habe alles genommen, ich bin blöd. Jetzt habe ich eine Säge dabei. Säge fehlt noch. Okay, da geht noch was rein. Und zwar packen wir da mal das Saatgut rein. Das kann auch da rein. Das Feuerzeug brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hätte ich eine zerlegen können. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Zu wenig. Bauen wir doch noch mal eine Holzkiste. Holzkiste. Da kann ich noch mal. Nein. Du Flack. Da wollte ich die gerade echt draußen bauen. Das ist eine Flachzange, ey. So, packen wir doch da alles rein, was wir jetzt nicht brauchen an medizinischem Bedarf. Eigentlich bräuchte ich noch eine extra Kiste für noch mehr Werkzeuge. Denn ihr wisst ja, ich bin ein Messi und. Alter. Ei, was war das denn jetzt? Ich fäll am besten den Baum hier vorne. Da habe ich, glaube ich, am meisten von. Erschöpft bin ich auch eh schon bis zur Unkenntlichkeit, so wie es aussieht. Das heißt, sehr viel wird dort nicht mehr passieren bei uns. Ich bin gerade guter Hoffnung, dass wir vielleicht doch nicht so mega infiziert sind, wie ich dachte.
Und ich finde es gut, dass das Blut mit der Zeit verschwindet. Ah ja, wir sind ziemlich am Arsch. Aber wir sind auch zweimal heute losgelaufen. Dann packen wir mal noch raus, wie schwer ist es jetzt? Sehr schwer beladen. Packen wir noch hier rein, was geht. Apropos. Sonst scheint es uns gut zu gehen. Die Batterien können wir hier reinlegen. Der Verstärker ist so schwer. Haben wir noch mehr, was wir nicht brauchen? Sieht nicht so aus. So, das Metall kann dann hier noch wieder rein. Das Alu. Das wiegt auch ein halbes Kilo. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? Bloß noch 11 Kilo, das ist schön. Dann nehmen wir kurz alles mit. Jetzt sind wir gleich wieder extrem überladen, das ist aber egal, das haben wir sobald wir wieder... Sobald wir hier alles wieder gebaut haben, ist alles wieder okay.